Offene sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2017. Zur Eröffnung der Veranstaltung übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Wolfram Sperling, den Präsidenten des Sächsischen Schwimmverbandes. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Trainerinnen und Trainer, sehr geehrte Gäste, in meiner Funktion als Präsident des Sächsischen Schwimmverbandes und zugleich Veranstalter begrüße ich Sie zu den offenen Sächsischen Landesmeisterschaften im Schwimmen 2017 hier in der Universitätsschwimmhalle Leipzig. Ganz besonders begrüßen darf ich unter uns Ehrengäste, den Bürgermeister und Beigeordneten für Umwelt, Ordnung, Sport der Stadt Leipzig, Herrn Rosenthal, die Leiterin des Sportamtes, Frau Kürmes, die Vertreter der Handwerkskammer zu Leipzig, insbesondere das Mitglied des Vorstandes, Herrn Parnot, den Hauptgeschäftsführer, Herrn Lux, Frau Benzin von der IKK Classic in Sachsen, den OSP-Leiter vom Olympiastützpunkt Leipzig, Dr. Winfried Nowak, die Schulleiter der Sportoberschule und der 5. Grundschule sowie Herrn Georgi, Malermeister, der tatkräftig diese Veranstaltung mit unterstützt. Ganz besonders freuen wir uns, dass wiederum viele Teilnehmer nach Sachsen gefunden haben und sich an den Schwimmwettbewerben beteiligen, insbesondere um die zahlreichen Meistertitel in den verschiedenen Disziplinen, aber zugleich auch in den Wettbewerben die Möglichkeit suchen, ihren Leistungsstand in Vorbereitung auf die Wettkampfhöhepunkte des Jahres zu überprüfen. Insgesamt werden 433 Teilnehmer aus über 50 Vereinen in nahezu 40 ausgeschriebenen Wettbewerben um die Meistertitel kämpfen und an den Start gehen, darunter auch Sportler aus Tschechien, den Landesverbänden Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Ich denke, das lässt auf spannende Wettbewerbe hoffen, wozu ich allen Teilnehmern viel Erfolg wünsche, viele Bestleistungen, den Zuschauern Aufregung und viel anfeuern. Und zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bei dem Ausrichter dieser Meisterschaft bedanken, dem SV Handwerk mit seinen Mitgliedern, die das wieder perfekt hinbekommen haben. Auch bedanken möchte ich mich bei der Handwerkskammer, der Universität und dem Wettkampfgericht. Also, viel Erfolg, viele Leistungen, die Meisterschaften sind damit eröffnet. Vielen Dank an Herrn Dr. Wolfram Sperling, der Präsident des Sächsischen Schwimmverbandes. Und nun wird noch eine Berufung durchgeführt, vorgenommen von Herrn Dirk Oehme, Mitglied im Fachausschuss Schwimmen des Sächsischen Schwimmverbandes. Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen an alle. Wir wollen jetzt ganz schnell, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, aber das werden dann die schnellen Schwimmer alles wieder aufholen, ein Team berufen, was es so bisher noch nicht gegeben hat, das Team Sachsen. Dieses Team Sachsen besteht aus den besten Sportlern verschiedener Altersbereiche, aus allen Stützpunkten oder Vereinen im Sächsischen Schwimmverband. Und diese werden heute offiziell berufen. Sie sind hier schon am Start als Sächsischer Schwimmverband, als Landesauswahl. Und wir planen dies auch bei den höherwertigen Meisterschaften, süddeutschen und deutschen Meisterschaften zu tun, dass wir unser Bundesland, unser Schwimmverband noch besser repräsentieren und erfolgreicher noch an den Start gehen können. Ich stelle Ihnen und euch die Sportler gerne vor. Wir beginnen mit einem Block von Sportlern aus Dresden. Das ist als erstes die Alexandra Arz, die Lilo Fürkert,
der Alexander Eich und der Raphael Sünkel. Sie starten alle für die erste Dresdner Schwimmgemeinschaft und ihr Stammverein ist der Dresdner SC. Trainiert werden sie von Peter Bräunlich. Und in diesem Block können sich gleich noch mit einreihen der Amadeus Bräuning, oder er kann sich einreihen, es gehört eigentlich auch noch der Louis Tramm dazu. Louis ist aber leider erkrankt, er wird heute nicht an den Start gehen. Der Amadeus ist aber da. Beide schwimmen für die Dresdner Delfine, werden ebenfalls vom Trainer des LSP Dresden, Peter Bräunlich, betreut. Dann haben wir einen Block mit Schwimmern aus Chemnitz. Das ist der Paul Henschel, gesundheitlich auch noch so ein bisschen angeschlagen. Der Paulus Schön, der ist gesundheitlich richtig angeschlagen. Paulus ist, glaube ich, da, aber wird wohl heute nicht schwimmen, ist das richtig? Ja, genau. Die Franzi Heinrich, die Leonie Nötzel und die Lara Seifert, alle fünf schwimmen für den Schwimmclub Chemnitz am LSP in Chemnitz, der Paul Henschel, Mitarbeiter am Bundesstützpunkt Nachwuchs in Leipzig. Und sie werden betreut von Dirk Franke für den Paul. Der Paulus, die Frenzi und die Leonie trainieren bei Steven Krüger. Und die Lara Seifert bei Thomas Fleming. Als nächstes übergeben wir die Berufungsurkunde an Michael Schäffner. Er schwimmt für den SCD HFK Leipzig. Er wird betreut von Dirk Franke. Ebenso herzlichen Glückwunsch auch an Georg Schubert vom SC Poseidon Radebeul. Er trainiert am Stützpunkt in Dresden bei Peter Bräunlich. Und Lea Marsch vom Sportclub Riesa, auch sie trainiert hier in Leipzig, wird betreut von Herrn Franke. Weitere Sportler aus Leipzig, die wir gerne hier in dieses Team berufen möchten, sind die Juliane Reinhold. Sie ist heute leider nicht am Start. Aber die nächsten sind da, die Marie Petruschka für die SSG Leipzig, der Stammverein ist der Postschwimmverein Leipzig, Lucy Kühn und der Jeremy Colin Pfeiffer von der SSG Leipzig. Sie haben als Stammverein den SV Handwerk Leipzig. Alle werden betreut von Trainer Dirk Franke. Und da bleiben noch zwei Sportler übrig. Eine junge Sportlerin vom Dresdner Stützpunkt, vom SV Weixdorf, Joelle Marie Meyer. Sie wird betreut von Trainer Dirk Bludau und etwas älterer Thomas Rohmberger vom SV Zwickau. Er trainiert am Bundesstützpunkt Nachwuchs in Leipzig bei Dirk Franke. So, dann haben wir diese Trainer auch noch zur Genüge gehört. Die wollen wir natürlich auch noch in dieses Team berufen. Die Trainer dieses Teams werden sein Dirk Franke als Bundesstützpunkt Nachwuchstrainer Leipzig, auch der verantwortliche Trainer dieses Teams, Peter Bräunlich, Steven Krüger und die Landestrainerin Sichtung Anne-Kathrin Neumann. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir hoffen, dass die Berufung dieses Teams euch den nötigen Schwung für den heutigen Tag gibt, auch den nötigen Schwung für die nächsten Trainingseinheiten, die hoffentlich harten Trainingseinheiten und die nächsten Wettkämpfe. Und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg bei allen Aufgaben, die ihr in diesem Jahr noch absolvieren möchtet. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir eure Massen noch aufs Bild kriegen. So, dann darf ich nun das Kampfgericht vorstellen. Schiedsrichter der heutigen Veranstaltung sind für die Damen und Mädchen Herr Wolfgang Otto, Schiedsrichter für die Herren und Jungen Herr Jürgen Schönherr. Die Starter sind auch am heutigen Tag Dr. Jörg Patsch und Herr Bernd Barnikol-Veit. Am Sprechertisch begrüßen Sie heute Jennifer Kluge und Tobias Wilde.
Es geht los mit dem zweiten Wettkampftag. Wettkampf 7, das sind die 50 Meter Freistil männlich. Im ersten von 17 Läufen startet auf Bahn 1 Erik Niese, SC Riesa. Bahn 2 Kilian Preger, SSV Erfurt Nord. Auf Bahn 3 Wilhelm Zwiebler, SC Poseidon Radebeul. Auf der Bahn 4 Paul Gismo Knappe vom SC Riesa. Bahn 5 ist belegt mit Václav Reznicek, Sportclub Hradec Králové. Auf Bahn 6 Anton Sukanov, SSV Freiberg. Bahn 7 Magnus Bergmann, ATSV Freiberg. Die Bahn 8 bleibt frei. Lauf Nummer 2. Auf Bahn 1 startet Finn Littmann, SC Chemnitz. Auf der Bahn 2 Finn Beckmann, ebenfalls Chemnitz. Auf Bahn 3 startet Conor Nagel, SG Gotha Arnstadt. Auf Bahn 4 schwimmt Louis Rauschenblatt, Erfurter SSC. Auf der Bahn 5 Marc Walter, ebenfalls Erfurter SSC. Auf Bahn 6 Jake Oetschläger, SV 1919 Grimma. Auf Bahn 7 startet Finn Taubert, SVV Plauen. Und Bahn 8 Florian Sebastian Plewa, Leutsch. Vorlauf Nummer 3. Auf Bahn 1 schwimmt Maximilian Prizel, MSV Bautzen. Auf Bahn 2 Alessandro Wittig, SC Riesa. Auf Bahn 3 startet Roman Kobylinski, SV Handwerk Leipzig. Bahn 4 Jordi Bremers, SVV Plauen. Auf der Bahn 5 Wojciech Synacek, Hradec Králové. Auf Bahn 6 startet Paul Siegel, SV Annaberg. Auf Bahn 7 startet Vincent Nietzsche für den STV Limbach-Oberfrohna und auf Bahn 8 sehen Sie Pascal John, SV Lok Leipzig-Mitte. Vorlauf Nummer 4. Es schwimmt auf Bahn 1 Jonas Klaus, SC DFK Leipzig. Bahn 2 Paul Pleifer, SC Magdeburg. Auf der Bahn 3 Leander Scheer, SVV Plauen. Auf Bahn 4 startet Dominik Gebler, SC Riesa. Bahn 5 ist belegt mit Nils Liebe für den SV Zwickau. Auf Bahn 6 Finn-Lukas Semsroth, SSV Leutsch. Bahn 7 Niklas Losner, SC Riesa. Und auf Bahn 8 Patrick Bierwagen, SSVV Freiberg. Vorlauf Nummer 5. Es startet auf Bahn 1 Marius Rösner für den Heinsberger SV. Bahn 2 Erik Fritsche, SC Chemnitz. Bahn 3 Sören Josefus, ebenfalls Chemnitz. Auf Bahn 4 Hannes Pechel für den Heinsberger SV. Auf Bahn 5 Janis Höppner, SV 1919 Zwickau. Die Bahn 6 ist belegt mit Colin Schönheit für den ersten SGV Mühlhausen. Auf Bahn 7 Henrik Raffler, SSV Bad Salzungen und auf Bahn 8 Paul Polzin für den SV 1919 Grimma.
Sechster Lauf, Bahn 1, Enzio Revers, SC Chemnitz, auf der Bahn 2, Willi Kopke, MSV Bautzen, auf Bahn 3, Alwin Kunert, SV Lok Leipzig Mitte, auf Bahn 4, startet Jürgen Gärtner, SC Magdeburg, auf Bahn 5, Paul Klaas, SC DFK Leipzig, auf Bahn 6, Josef Lustigi, Radek Kralove, auf Bahn 7, Jeremy Kunz, Finn SV Zwickau und Bahn 8, Luca Valentino Wolf, SV Gera. Lauf 7, Bahn 1, Jonas Kusche, SC Chemnitz, auf Bahn 2, Oskar Schildknecht, Erfurter SSC, Bahn 3, Konstantin Miet, Leutsch, auf Bahn 4, Hannes Grünsel, ebenfalls SSV Leutsch, auf Bahn 5 startet Pascal Fischer, SV Gera, Bahn 6, Leon Sebig, SV 1919, Grimma, auf Bahn 7, Daniel Kratschik, Rade Kralowe und auf Bahn 8, Dennis Schlegel für den SC Chemnitz. Vorlauf Nummer 8, es startet auf Bahn 1 Taron Schubert, SCV Limbach Oberfrohna, auf Bahn 2 Leopold Richter, Dresdner Delfine, auf Bahn 3 Maximilian Eichekraut für den SC Plauen, auf Bahn 4 Lorenz Hoffmann, Erfurter SSC, auf der Bahn 5 Tim Brückner, SV 07 Annaberg, Bahn 6 ist belegt mit Leon Blumentritt für den SSV Leutsch, auf Bahn 7 Tillmann Sachs, SVV Plauen und Bahn 8 Tim Grunze, Heinsberger SV. Lauf Nummer 9, auf Bahn 1 Kieran Winkler, SC Magdeburg, auf Bahn 2 Johannes Schneider, ebenfalls Magdeburg, auf Bahn 3 startet Richard Otto, MSV Bautzen, auf der Bahn 4 Richard Prax, DLRG Weimar, die Bahn 5 ist belegt mit Kevin Kuske für den Post SV Leipzig, Bahn 6 Maxim Kromow, SC Riesa, auf der Bahn 7 Tom Thiele, SV 1919 Grimma und Bahn 8 ist belegt mit Pavel Traurat, Rade Kralowel. Zehnter Vorlauf. Es startet auf Bahn 1 Konstantin Richter, SC Chemnitz, Bahn 2 Nils Wille, SC Magdeburg, auf Bahn 3 Niklas Richter für den Post SV Leipzig, auf Bahn 4 Maximilian Schwick, erste Dresdner SG, Bahn 6 Dorin Lohan, SV 07 Annaberg, auf Bahn 6 Kai Hagen, Kreischi, erste Dresdner SG, Bahn 7 Louis Seidenmacher, Dresdner SG und auf Bahn 8 startet Florian Winter, SC Riesa.
Elfter Vorlauf, Bahn Nummer 1, Adrian Büttner, STV Limbach-Oberfrohna. Auf Bahn 2, Marlon Meisse, SC Plauen. Bahn 3 ist belegt mit Ole Martin, SC Magdeburg. Bahn 4, Alexander Beer, SV Gera. Auf Bahn 5 startet Nico Fabian Wünsche für den Erfurter SSC. Auf der Bahn 6, Marius Köhler, SC Riesa. Bahn 7, Peter Weigelt, SSV Freiberg. Und Bahn 8, Robin Kumpert, SC Magdeburg. Lauf 12, Bahn Nummer 1, es startet Julian Janke, SSV PCK Schwedt. Auf Bahn 2 Philipp Ziegenbeig, Heinsberger SV. Auf Bahn 3 Ilya Sukanov, SSV Freiberg. Bahn 4 ist belegt mit Hannes Hötzel für den SC Chemnitz. Auf Bahn 5 Jonas Arnold, SSV Leutsch. Bahn 6 Justin Leonhardt, SC Chemnitz. Auf Bahn 7 Alexander Kretz, Schwimmclub Greiz. Und auf Bahn 8 Robert Nuri, SSV Leutsch. Lauf 13, Bahn 1, Richard Krohmann für die Dresdner Delfine. Auf der Bahn 2 Cedric von der Reit, SV Zwickau. Auf Bahn 3 Erik Schneider, ebenfalls Zwickau. Bahn 4 ist belegt mit Niklas Rautenberger, SV Lok Leipzig Mitte. Auf Bahn 5 startet Tim Heidenreich für die Dresdner Delfine. Bahn 6 Paul Franitzer, SC Chemnitz. Bahn 7 Fabian Fröhlich für den SV Zwickau. Und Bahn 8 Marcel Berthold, SC Chemnitz. Vierzehnter Vorlauf, es startet auf Bahn 1 Jannis Richter, DLRG Weimar, auf Bahn 2 Nils Fritsche, SC Chemnitz, auf Bahn 3 Maurice Rothkegel, ebenfalls Chemnitz, auf Bahn 4 startet Paul Schmidt für die Dresdner Delfine, Bahn 5 Amadeus Bräuning, Sächsischer Schwimmverband, auf der Bahn 6 startet Richard Arnert für den Erfurter SSC, Bahn 7 Philipp Albert, SVV Plauen und Bahn 8 Niklas Rösinger, DLRG Weimar. Lauf 15, Bahn 1, es startet Alexander Engels, Erfurter SSC, auf Bahn 2 Jan Träger, SSV Leutsch, auf Bahn 3 Hannes Kern für den Heinsberger SV, auf Bahn 4 Christian Schneider-Heinze, SSG Leipzig, auf der Bahn 5 Florian Richter für den SC Chemnitz, Bahn 6 Marvin Eck, Meininger SV, auf der Bahn 7 Hannes Lehmann, SSV Senftenberg und auf Bahn 8 Max Hutzler, Dresdner SG. Lauf Nummer 16, auf Bahn 1 Marius Marcini, SSV Leutsch, auf Bahn 2 Josef Milaninov, SV Gera, auf der Bahn 3 Aaron van Drey, SV Schwarzer, auf Bahn 4 startet Paulus Schön, Sächsischer Schwimmverband, auf Bahn 5 Alexander Eich, ebenfalls SSV, auf der Bahn 6 Christoph Bremer, SC Magdeburg, auf Bahn 7 Raphael Dünkel, SSV und auf der Bahn 8 startet Christian Frank. Fritsche, Heinsberger SV.
17. und schnellster Vorlauf auf Bahn 1 startet Justin Speer, SC Chemnitz, auf der Bahn 2 Max Müller für die Dresdner Delfine, Bahn 3 Tim Wagner, 1. Dresdner SG, auf Bahn 4 startet Louis Tramm, Bahn 5 Georg Schubert, beide Sächsischer Schwimmverband, auf der Bahn 6 Felix Schröter, SVV Plauen, auf Bahn 7 Urs Bludau, 1. Dresdner SG und auf Bahn 8 Alexander Berner, SV Zwickau. Und damit geht es weiter mit dem Wettkampf Nummer 8. Das sind die 50 Meter Rücken Frauen. Es werden hier 14 Vorläufe gestartet. Für den ersten Lauf halten sich bereit auf Bahn 1 Charlotte Döring, SV Handball.